Segen alles so ab.
chave de desastres. Guckst du an diesen Dreckschwein einfach nicht rein. Schwanz. Mann, ist das affig, ey.
ist nicht besser. Das ist ja auch geil. Da ist noch einer verletzt. Das war aber gar keiner gefallen.
begegnen wir uns wieder. Nein, so darf es nicht beginnen. Ich muss mich bei euch entschuldigen, Kommandant. Als wir uns das letzte Mal begegnet sind, wollte ich mich euch erklären. Das Schicksal hat es jedoch verhindert. Letztes Mal habe ich den Weg. Ich hatte euch nur festgehalten, um zu verhindern, dass es zu einem ähnlichen Missverständnis wie mit dem Rest eures Ordens kommt. Die Art von Missverständnis, bei dem es am Ende Unmengen von Leichen gibt. Ja, das kenne ich. Der Verzehrte hatte den Auftrag, die grauen Wächter um Hilfe zu bitten. Allerdings hätte ich wissen müssen, dass ihr unsere Kontaktaufnahme als Angriff deuten könntet. Es fällt mir schwer, richtig einzuschätzen, wie eure Art reagiert. Das Ergebnis war äußerst bedauerlich. Meine Art wird seit jeher dazu betrieben, nach den alten Göttern zu suchen. Das ist einfach unsere Natur. Und wenn wir einen von ihnen finden, beginnt eine Verdammnis. Jedes Mal greifen wir eure Länder an der Oberfläche an. Jedes Mal lastet ihr uns so lange Widerstand, bis wir vernichtet sind. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, müssen meine Brüder von ihrem Zwang befreit werden. Und dafür brauche ich das Blut der blauen Wächter. Beendet ist, finden Hunderttausende meiner Art den Tod. Sie ist eine Geißel unserer Rasse. Wir setzen die Verdammnis nicht in Gang, weil wir uns nach Macht oder Zerstörung sehnen. Wir gehorchen dem Ruf der alten Götter. Wir haben keine Wahl. Ihr trinkt das Blut meiner Art, um zu dem zu werden, was ihr jetzt seid, um euch zu verwandeln. Wir müssen uns auf die gleiche Weise verwandeln. Ich habe eine Variante eures Beitritts entwickelt, bei der wir das Blut der grauen Wächter verwenden. Ihr nehmt unsere Verdammtheit in euch auf und wir benötigen eure Widerstandsfähigkeit. Auf diese Weise werden meine Brüder frei sein. Der Schlüssel, um dem Ruf der alten Götter widerstehen zu können, liegt in eurem Blut. Ich mag mein Blut genau da, wo es ist, in meinen Adern. Und wieder mal abgefurzt. Sobald sie frei sind, denken meine Brüder selbstständig. Sie sprechen und handeln, wie sie es für richtig halten. Leider wissen nicht alle, mit diesem Geschenk auch umzugehen. Sie sind fehlerhaft und lehnen sich gegen mich auf. Die Mutter schaut sie um sich, um mich aufzuhalten, so wie sie auch euch aufzuhalten versucht. Allein kann ich die Mutter nicht besiegen. Und solange sie existiert, kann ich die dunkle Brut nicht befreien. Ihr und ich, wir verfolgen dasselbe Ziel. Tötet diese Kreatur, sofort, bevor sie alles noch schlimmer macht, als es ohnehin schon ist. Zögert nicht, das Richtige zu tun. Helft mir, die Mutter auszulöschen. Sobald dies geschehen ist, werde ich von ihr fortgehen, um meine Arbeit fortzusetzen. Was ist, wenn er sich irrt? Was ist, wenn das die Verderbnis nicht aufhält, sondern auch etwas viel Schlimmeres bewirkt? Soll mir recht sein, damit spielen. Hauptsache, ihr neu entdeckter Verstand hält die dunkle Brut von Orsaura fern. Nein, das ist falsch. Wir müssen jene rächen, die gestorben sind. Ich bin nicht überzeugt, aber ich werde euch folgen. Zumindest vorerst. Mir ist bewusst, wie schwer es euch fallen muss, mir dieses Vertrauen entgegenzubringen. Ich hoffe, ich kann mich dessen würdig erweisen. Bis zur Mutter ist es nicht mehr weit, Wächter. Aber ich kann sie nicht selbst angreifen. Ihre Kinder beschützen sie vor meiner Macht. Wenn ihr sie allerdings erreicht, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um euch zu helfen. Ihr habt mein Wort.
Es reicht. Thank you.
Scheiße an hier. Was hier denn? Ihr hört sie nicht in Frage.
Spurfütze. Was ist denn das für ein Dreck?
kann ich auch was geben hier. Pissdreck hier. Kann man nicht, wie du aus super. Kann man nicht, das ist ja nicht mit dir. Die Scheiße haben wir.